Ich hatte quasi Speiseröhrenkrebs, wurde im September operiert, was eigentlich prima geklappt hat. Alles in Ordnung, mir geht es eigentlich soweit gut. Aber was die Ernährung betrifft, da habe ich Schwierigkeiten. Und das hoffe ich hier jetzt zu lernen. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Wie kann ich mich ernähren? Was tut mein Körper gut? Wir sind vom Department für Viszeralchirurgie. Und ich hatte schon vor vielen, vielen Jahren den Gedanken, Patienten zu helfen, die in der ersten Phase nach einem Eingriff Schwierigkeiten haben mit der Ernährung, mit den Mahlzeiten. Der Magen ist verkleinert, sie müssen häufiger essen. Und unseren Patienten zu helfen, kamen wir auf die Idee, diesen Kochkurs anzubieten. Die Operation der Patienten bei Speiseröhrentumoren ist ein komplexer Eingriff, der bei uns hier im Haus standardmäßig mit dem OP-Roboter, dem Da Vinci-System, durchgeführt wird. Die OP beinhaltet letztendlich die Tumorentfernung mitsamt Sicherheitsabstand. Das ist ein Teil der Speiseröhre und auch ein Teil des Magens wird entfernt. Das heißt, man kann die Menge nicht mehr essen, die man vorher gegessen hat. Die Patienten müssen wahrscheinlich 6 bis 10 kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt essen. Sie können nicht mehr trinken zum Essen in großen Mengen dazu. Das ist eine Umstellung. Oder aber auch, dass direkt nach der OP vielleicht auch einige Lebensmittel nicht gut vertragen werden, wie zum Beispiel sehr blähende Sachen, scharfe Sachen, Kohlensäure. Das sind so, glaube ich, die größten Herausforderungen, die die Patienten haben. Das ist ein großartiges Gefühl, die Patienten in einer anderen Rolle wahrzunehmen, auch die Probleme wirklich zu sehen, was sie uns schildern, also auch für uns ein Gewinn. Ich nehme jetzt ganz viele Sachen hier mit aus diesem Kochkurs. Ich finde es ganz toll, wieder das essen zu können, was ich vorher gegessen habe. Bisschen anders, ein bisschen länger kauen, aber ich freue mich, dass ich trotzdem wieder alles essen kann.